Moin, moin und hallo. Zur großen Game 2 Geschäftsreise nach Los Angeles. Achtung, Achtung, das Gaming-Event des Jahres steht an. Die E3, das Fest der Spieler. Die Spielemesse der Spielemessen. Zu der ihr mich letztes Jahr nicht mitgenommen habt, ihr Penner. Dieses Mal aber schon. Ja, geil. Die neuesten Spiele. Die geheimsten Infos. Die Zukunft. Heute bei Game 2. So, ich habe die große Ehre, heute den allerersten Termin auf der E3 2018 wahrzunehmen. Und zwar ist das EA Play. Das besteht einerseits aus dem EA Fanfest, wo man die neuesten Spiele spielen kann, aber auch aus der EA Pressekonferenz, die wir uns jetzt anschauen werden. Und was wir nicht wussten, ist, dass es eine Outdoor-Location ist. Also ich als Kellerkind kriege da bestimmt einen schönen Sonnenbrand, aber mache ich gern für euch. Kaum in L.A. angekommen und schon erzähle ich Quatsch. Natürlich fand die Pressekonferenz von EA drinnen statt, aber das war auch irrelevant. Die Veranstaltung hätte draußen auch nicht mehr Bums gehabt als drin. Es gab einfach kaum Überraschungen und wenn es mal welche gab, waren sie nur nett. Unravel 2 war zum Beispiel so eine nette Überraschung. Zum einen, weil man es jetzt kooperativ zu zweit spielen kann und zum anderen, weil es direkt nach der Ankündigung heruntergeladen werden konnte. Solche And It's Available Now Ankündigungen sind immer super, aber Hand aufs Herz, Unravel 2 ist trotz seines Charmes und der schönen Grafik kein Spiel, das einen vom Hocker haut. Die zweite Überraschung war dann die Premiere von Sea of Solitude, einem neuen Abenteuerspiel, das vom noch jungen Berliner Studio YoMei entwickelt wird. When humans get too lonely, they turn into monsters. Ja, okay, es war schon unfreiwillig komisch. Aber abgesehen von der seltsamen Prämisse macht Sea of Solitude einen guten Eindruck. Der Grafikstil ist toll, die Welt sieht interessant aus und einige Szenen aus dem Trailer versprechen eine abgefahrene Reise voller What-the-fuck-Momente. Doch abgesehen von diesen beiden Programmpunkten gab es nicht viel, das mir eine freudige Reaktion abbringen konnte. Zu Battlefield 5 gab es nur einen, zugegeben ganz hübschen, Trailer zur Solo-Kampagne sowie diese Ankündigung. Sie meinten, es gibt einen neuen Game-Mode, der heißt Royal. Und wir alle wissen, was das wahrscheinlich heißen wird. Battle Royale. Okay, ist ein bisschen cheesy, jetzt auf diesen Zug aufzuspringen, nachdem Fortnite und PUBG irgendwie das ausgetreten haben. Aber ich finde auch, dass Battle Royale, wenn es das dann ist, wirklich gut zu Battlefield passt. Und wie dieser Modus aussehen wird, das werden wir bestimmt noch erfahren, weil dazu wurde auch nichts gezeigt. Genau das war ein weiteres Problem der PK. Dieses dazu wurde nichts gezeigt. Nehmen wir FIFA 19. Außer der Info, dass man nun die Champions League an Bord hat, gab es nur Trailer-Gedöns. Und die halbherzige Ankündigung eines neuen Star Wars-Spiels von Respawn Entertainment hätte man sich auch sparen können. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah, so it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. Ja, das war schon schade. Tja, was gab's noch? Ach ja, die beiden coolen Madden-NFL-Dudes, die einfach nur gelabert haben über Chasing Money. I chase that money. I still got my diploma, but I chase that money. Und über wie amazing der Belt ist. That belt is so amazing. There's a lot of, you know, bling on that belt for you. Gameplay satt gab's dagegen bei einem Mobile-Spiel, von dem niemand Gameplay sehen wollte, nämlich Command & Conquer Rivals. 10 Minuten scheuchten zwei professionelle RTS-Spieler Einheiten über ein Mini-Schlachtfeld, um letztendlich mit der fetten Rakete in der Mitte das gegnerische HQ wegzunuken. Ich persönlich sah das Ganze ziemlich neutral und emotionslos. Für mich sah das nach einem sinnigen Konzept für einen Mobile Command & Conquer aus. Alteingesessene CNC-Fans hingegen waren außer sich vor Wut und sprachen von Leichenfledderei. Die phänomenal schlechte Like-Dislike-Ratio unter dem offiziellen Trailer sagt eigentlich alles. Am Ende gab es aber doch noch einen Lichtblick, nämlich Anthem. Drei BioWare-Entwickler kamen auf die Bühne und brachten interessante Infos, wie diese hier. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. But you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. Klingt soweit doch ganz gut.
Außerdem gab es noch einen neuen, knapp 5-minütigen Gameplay-Walkthrough, doch zu dem erzähle ich später mehr, den habe ich nämlich nochmal ausführlicher präsentiert bekommen. Unterm Strich war EAs Pressekonferenz also kein Highlight. Da hatten die Kollegen mit ihren PKs, glaube ich, mehr Spaß, oder? Colin, Micha, wer will weitermachen? Abgeht Microsoft, wir haben die geilsten Spiele. Davon haben wir nicht wenige, davon haben wir ganz schön viele. 15 Spiele oder mehr, die zeigen wir euch heute. Leute, macht es aus, seid die Party-Meute. Xbox Jumping! Dankeschön. I'm here all week. Und deswegen weiß ich auch, im Kampf um die PK-Krone konnte Microsoft auf den letzten E3s nicht wirklich gegen Hauptkonkurrent Sony anstinken. Grund genug also, sich für 2018 derbe ins Zeug zu legen. Und wie geht das am besten? Richtig, mit Masse und Klasse. 50 Spiele, davon 15 als Weltpremiere. Bei diesen Zahlen hatte Xbox-Chef Phil Spencer gut grinsen. Und wenn's dann gleich mit einem Gänsehaut-Paukenschlag Kaliber Halo Infinite losgeht, dann kommen auch abgebrühte Games-Journalisten langsam in Fahrt. Okay, hat geklappt. Aber bevor ihr jetzt total abgeht, außer dem stimmungsvollen Render-Trailer, gab's von Master Chiefs Rückkehr auf der Messe nichts zu sehen. Ansonsten lieferten Microsofts hauseigene Edelmanufakturen die mehr oder weniger überraschenden üblichen Verdächtigen. 4 Jahreszeiten Vollgasgebretter mit Forza Horizon 4. Was soll ich jetzt dazu sagen? Du wisst, dass ich irgendwas Cooles dazu sage, ne? Es ist halt Forza, ne? Entweder Motorsport oder Horizon. Ja. Oder? Micha? Ja, ich kotze gleich. Oberprollige Over-the-Top-Zerstörung mit Crackdown 3 und gleich 3-mal Gears of War geschrote. Hier setzt allerdings nur Teil 5 auf das serientypische Third-Person-Geschnetzel. Gears Tactics hingegen wirkt vielmehr wie rundenbasierte Schlachtenstrategie im XCOM-Style. Ja, und Gears Pop wird irgend so ein Mobile-Ding im Funko-Pop-Look. Gut, wer es braucht. Damit's in Sachen hauseigener Exklusivkost wenigstens in Zukunft vielfältiger zugeht, hat man bei Microsoft übrigens tief in die Portokasse gegriffen und mal eben 5 doch recht renommierte Studios aufgekauft. Mit dabei die Forza Horizon-Macher Playground Games oder Undead Labs, die Software-Schmiede hinter State of Decay. Besonders überraschte allerdings die Eingemeindung von Ninja Theory, die sich ja zuletzt mit dem selbstvertriebenen Hellblade von einer klassischen Publisher-Partnerschaft losgesagt hatten. Das ist aber mal eben Ninja Theory kaufen. Das ist, die wollen sich richtig Expertise ranholen hier. Schon ganz geil. Ja, ich kotze gleich. Doch bis hier die ersten Kotzfrüchte geerntet werden können, dauert's noch. Entsprechend waren es in diesem Jahr eher die unabhängigen Dritthersteller, die die Xbox-Show mit teils spektakulären Überraschungen veredelten. Allen voran From Software. Deren Zusammenarbeit mit Activision kommt zwar auch für die PlayStation 4, wurde aber bei Microsoft erstmals der Weltöffentlichkeit enthüllt. Bühne frei für Sekiro Shadows Die Twice. Bock drauf. Tenchu meets Dark Souls. Supergeil. Ob ich hier übrigens gerade im Eifer des Gefechts nur Fanboy-Bullshit abgelassen habe, wird euch Trant später erzählen. Der dürfte das Ding nämlich schon anzocken. Ebenfalls eine fette Weltpremiere, Devil May Cry 5. Nach DMC von Ninja Theory kümmert sich Capcom wieder selbst um die überdrehten Action-Exorzisten Dante und Nero. Die offizielle Fortsetzung zu Devil May Cry 4 kommt im Januar 2019. Ach ja, hätte ich fast vergessen, ein neues Battletoads ist ebenfalls in der Mache. Also das ist ja echt mal für die Hardcore-Fans, ne? Battletoads aus der Mottenkiste ziehen. Das ist schon eine coole Nummer. Budi wird sich freuen. Alles in allem also eine richtig gelungene Pressekonferenz mit einigen Überraschungen und vielen vielversprechenden Titeln. Und um die Zukunft der Marke Xbox muss man sich auch keine Sorgen machen. Zum Ende haute Phil Spencer nämlich fast schon beiläufig noch die alles entscheidende Bestätigung raus. Die nächste Konsolengeneration ist bei Microsoft bereits in der Entwicklung. Und dann kam Cyberpunk 2077, aber dazu gibt's von Micha nachher mehr. Hi,
Tickets rein zur Bethesda PK. Ich bin mega aufgeregt. Das wird richtig, richtig geil. Schauen wir mal, wie es drin aussieht. Ich darf gar nicht rein. Das war ein kleiner Scherz von mir. Ich gehe nach Hause, guck's mir auf dem Sofa an und viel Spaß dabei. Da fliegt man extra nach L.A. und guckt dann die PK vom Sofa. Mega lame. Aber ganz ehrlich, ich bin verdammt froh, dass ich nicht im Publikum saß. Denn Bethesdas Festival der Fremdscham hätte ich live nicht verkraftet. Egal ob nun der arme Rage 2 Entwickler, bei dem erst der Teleprompter und dann sein Herz aufsetzte. Oder die wandelnde Hardrock-Weißwurst Andrew W.K., der die arglosen Gamer mit seinem Schweinerock überrollte. Oder auch die ganzen Jubelpausen ohne Jubel. The really talented people that work behind the scenes to make all of these great games possible. Oh, 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 oh. Werfen wir also den Mantel des betretenen Schweigens über die Bühne und lassen stattdessen die Spiele sprechen. Rage 2. Fallout 76. Wolfenstein Youngblood. Doom 2. Das jetzt Doom Eternal heißt. The Elder Scrolls Blades. The Elder Scrolls 6. Und zu guter Letzt Starfield. Das krasse neue Bethesda-Weltraum-Rollenspiel-Franchise, über das seit Jahren gemunkelt wird. Das war's schon wahrscheinlich. Scheiße, das war's echt schon. Das war's schon, ja. Bethesda hat einfach mal alle seine Rennpferde zugleich aufgestellt. Das Problem, meistens ragte maximal ihr Hintern aus der Box. Ein Kurzteaser zu Doom Eternal, ein Kurzteaser zu The Elder Scrolls 6 und ein ganz kümmerliches Teaserchen zu Starfield. Zu den wenigen Highlights mit Infowert gehörten Rage 2 und Fallout 76. Zu letzterem gab es eine Menge Infos, doch die schmeckten nicht jedem. In Fallout 76 verlasst ihr den namensgebenden Vault, um die zerstörten USA wieder aufzubauen. Das Ding spielt in West Virginia, ist ein Prequel zu Fallout 4 und ist ein reines Online-Spiel. Das bedeutet, jeder Bewohner dieser Welt ist ein Mensch. NPCs gibt es nicht. Quests gibt es stattdessen von schwarzen Brettern, Hologrammen und ähnlichen Quellen. Neben dem Ballern, dem Looten und dem Leveln stehen vor allem Basisbau, Survival-Mechaniken und PvP-Kämpfe mit fetten Atombombenangriffen im Vordergrund. Ich sag's mal so, ein Urteil können wir erst fällen, wenn wir's gespielt haben, doch ein fader Beigeschmack blieb auf unserem PK-Sofa zurück. Waren das nicht so die Letzten, die die Singleplayer-Version irgendwie noch verteidigt und ausgebaut haben? Und jetzt bringen die noch mit drauf? Gibt's jetzt nur noch CD Projekt? Mecca, Mecca, Mecca! Also, das Beste an der Bethesda PK waren aus meiner Sicht die Spiele, die nur halb gezeigt wurden. Und das Bier in meiner Hand. Prost! So, da sind wir auch schon im Orpheum Theater, Ubisofts große PK. Ich erwarte mehr Gameplay von Division 2. Vielleicht sogar eine große Überraschung. Im Falle von Ubisoft wäre das eine große Überraschung. Überraschung kann Ubisoft vielleicht nicht. Doch dafür ließ man vorweg ein paar überdrehte Nachwuchsmoderatoren von der Leine, die gebetsmühlenartig die Community und die Community awesome und awesome fanden. Der Höhepunkt der großen Anbieterei war jedoch der Moment, als ausgesuchte Streamer per virtuellem Ritterschlag zu sogenannten Ubisoft Starplayern ernannt wurden. Ubisoft would like to invite you to join us as a Star Player. Zur Belohnung durften die dann als günstiges Promo-Vieh auf der Pre-Show rumstehen. Unangenehm. Doch plötzlich blies der Just Dance Panda und seine geile Crew alle Fremdscham beiseite und eröffnete die Hauptshow, indem er zu heftigsten Snare-Rolls auf die Bühne marschierte. Und das fand ich dann plötzlich auch geil. Arschgeiles Show für ein arschbeschissenes Spiel, aber ich freue mich drüber. Danach ging es dann Schlag auf Schlag, aber überraschungsarm weiter. Zum Beispiel mit dem Online-Rollenspiel-Shooter Division 2. Im Koop oder alleine befreit ihr diesmal das endzeitlich verranzte Washington.
oder auch Assassin's Creed Odyssey. Mein erster Eindruck: ist nichts mehr mit Heimlichkeit, im alten Griechenland haut man sich öffentlich auf die Schnauze. Der Kampf ist vorbei, wenn einer den Leonidas-Kick macht. Mein persönliches Highlight war dann der Piratenschiff-Simulator Skull and Bones. Das Ganze erinnerte stark an die Seeschlachten aus Assassin's Creed Black Flag, mit einer Prise Taktik. Und mit der Weltraumoper Beyond Good and Evil 2 wurde der vermutlich dickste Böller gezündet. Das Besondere: Fans können Artworks, Sounds und Co. einreichen, die dann mit Glück ihren Platz in der Riesenwelt des Spiels finden. Da war ich eher skeptisch, doch das Ganze wurde verkündet von Joseph Gordon-Levitt und zack, war ich begeistert. Und so ging das hier die ganze Zeit. Weil im Weltraumshooter Starlink Battle for Atlas Nintendos alter Sternenköter Star Fox mitfliegt, stand plötzlich Shigeru Miyamoto auf der Bühne. Zack, war ich begeistert. Wow. Oder auch bei der Präsi von Transference, dem etwas merkwürdigen, aber interessanten Psycho-VR-Spiel von Elijah Wood. Zack, stand er auf der Bühne, zack, war ich begeistert. Oder bei der Ankündigung des nun noch viel bekloppteren Motocross-Renners Trials Rising. Da kam der Entwickler auf die Bühne. Den kennt zwar keine Sau, aber er fiel so herzhaft aufs Maul, dass ich schon wieder begeistert war. Ja, ich geb's zu, irgendwie bin ich auf diesem ganzen trommelwirbelnden, stargespickten Wahnsinn durch die eigentlich eher überraschungsarme PK gesurft und hatte Spaß. Und dafür hat Ubisoft zumindest einen Sonderpreis verdient. Die letzte große PK für heute. Sony zieht jetzt nochmal richtig nach und wir sind natürlich alle super gespannt, ob die gegen Microsoft jetzt richtig schöne Parade hier auffahren werden. In anderthalb Stunden wissen wir mehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir sind nämlich richtig früh dran und das ist gut, denn das heißt, wir kriegen geile Plätze. Tja, da war die Stimmung noch prächtig, aber das sollte sich bald ändern. Wir sind jetzt drin, haben aber noch eine Stunde Zeit, bis die Türen öffnen und es losgeht. Und ganz ehrlich, was kann man da Schöneres machen, als ein Bier in der Sonne zu genießen? Ja, okay, da war auch noch alles Premium. Und das trotz brütender Hitze und sengender Todessonne. Aber Sony wollte in diesem Jahr einiges anders machen. Keine klassische Produktshow, weniger Laberababer und nur ausgewählte Medienvertreter. Soweit so schön. Doch damit hatte wirklich niemand gerechnet. Alle Menschen stehen hier. Wir wissen nicht, ob es ein Rockkonzert wird, ob das noch irgendeinen Gag hat. Aber wir stehen alle hier mit mäßig guter Laune. Ich habe schon keinen Bock mehr, was jetzt kommt. Ist mir scheißegal, das kann nur scheiße werden. Stehen! Gut, da war ich vielleicht etwas vorschnell. Denn als kurz darauf das Licht ausging und die mittlerweile sicher bestens bekannte Gameplay-Demo von The Last of Us 2 startete, war allerseits ehrfürchtiges Staunen angesagt. Ich meine, guckt euch mal diese phänomenal subtile Mimik von Ellie und ihrer unbekannten Knutschfreundin an. Und dann als krasser Gegenentwurf die mega derben Kampfszenen. Sicher, die extrem drastische Gewaltdarstellung muss man nicht feiern. Dass Entwickler Naughty Dog aber einmal mehr die Messlatte in Sachen Inszenierung und Grafikqualität höher legt, daran besteht kein Zweifel. Ja, ist doch schon geil, dass wir vor Ort sind und nicht im Stream gucken. Das ist jetzt hier richtig luftig, es gibt Stühle, es gibt ein geiles Panoramabild. Wenn es jetzt noch kalte Getränke gibt und Snacks, dann ist auf jeden Fall die beste PK. Gute Laune vor Ort, ein mäßig spannendes Pausenprogramm für die Zuschauer im Stream. The rule number one is do no harm, right? Vielleicht ein kleiner Downer für die Fans an den Empfangsgeräten, den das restliche Programm aber eigentlich locker vergessen machen sollte. Ein lumpiger Trailer zur feierlichen Enthüllung von Ghost of Tsushima? Von wegen, eine fast 10-minütige Gameplay-Sequenz gab's zu Sucker Punch's Open-World-Samurai-Abenteuer zu bestaunen. Gespickt mit coolem Klingengekloppe und den wahrscheinlich schönsten Windeffekten, seit es Videospiele gibt. Zwei weitere potenzielle Perlen wurden bei Sony nur in Trailerform gezeigt. Mit Nioh 2 geht Team Ninjas bockschwere Dämonenjagd in die sicher nicht weniger bockschwere Verlängerung. Die Finn Remedy verlassen die Microsoft-Exklusivität, bleiben ihrer Liebe zu Baller-Action und Zeitmanipulation aber treu. Control kommt irgendwann 2019 für PlayStation 4, PC und Xbox One. Und auch Death Stranding gab sich mal wieder die Ehre. Im neuesten Trailer bestaunen wir Walking Dead-Star Norman Reedus beim Durchstreifen diverser, fast fotorealistischer Kulissen. Was genau in Hideo Kojimas neuem Werk abgeht? Keine Ahnung. Geil ist's aber irgendwie immer noch. Apropos geil, die überfällige Enthüllung des Remakes von Resident Evil 2 sorgte ebenfalls allerseits für Begeisterung. Jesus Christ.
Mehr über die Neuinterpretation des Survival-Horror-Klassikers erfahrt ihr aber später. Zumindest für die Zuschauer vor Ort also eine richtig geile Show mit spektakulären Exklusivtiteln und ordentlich Gameplay-Einschlag. Nächstes Jahr bringe ich mir dann aber zur Sicherheit einen Klappstuhl mit. Den PK-Marathon beendet traditionell unser fernöstlicher Hoffnungsträger Nintendo. Seit einigen Jahren aber nur noch als Videopräsentation ohne Publikum und Showtamtam. Nach der Namensenthüllung von Metroid Prime 4 im letzten Jahr mussten jetzt einfach fette Bilder folgen. Aber erstmal servierten uns die Japaner Super Mario Party und das kommt bereits Ende des Jahres. Sicher sind da wieder nette neue Partyspielchen dabei, ist aber auch kein Mega-Knaller. Ebenso wenig wie die vergeudeten Minuten zu den Pokémon Let's Go Spielen. Ganz ohne neue Bilder oder Infos. Gut, bis auf das hier. Sounds like there's already one inside. It's the mythical Pokémon Mew. Dafür gab's einen ersten Trailer zu Fire Emblem Three Houses. Das sieht grafisch aber mehr wie ein 3DS-Game aus. Also weiter. Natürlich stehen wieder diverse neue Switch-Umsetzungen wie Dragon Ball FighterZ, Fortnite und Hollow Knight an. Letzteres gibt's übrigens ab sofort im eShop. Jetzt musste sie aber kommen, die Metroid-Meldung. Aber nö, doch erstmal Super Smash Bros. Ultimate. Kommt ja auch noch dieses Jahr im Dezember. Mit dabei sind sämtliche Krieger aus allen bisherigen Teilen plus der Inkling und Samus Widersacher Ridley. Sogar einen eigenen Trailer bekommt das Drachen-Alien. Das musste es jetzt sein. Die perfekte Hinleitung zur Metroid-Enthüllung. Nach quälenden 20 Minuten Smash Bros. Passierte es dann. Die Präsentation war zu Ende. Kein Metroid, keine andere spannende Enthüllung. Ach, Mensch, Nintendo, du warst doch mal so cool. Und das war noch nicht alles. Neben den großen Publisher-Haifischen schwimmen im Spieleteich auch noch ein paar kleinere Fische rum. Und die kommen jetzt fein püriert auf den Tisch. Ich habe etwas Leckeres gekocht. Square Enix quetschte sämtliche Infos in sportliche 30 Minuten. Keine Bühne, wenig Überraschung. Während Lara sich bei Shadow of the Tomb Raider mit Schlamm einschmiert, tauschen Final Fantasy XIV und Monster Hunter ihre Bossgegner Rathalos und Behemoth. Just Cause 4 und Kingdom Hearts 3 kannte man ja schon von Microsoft und Sony und somit blieben eigentlich nur noch die beiden Neuankündigungen Babylon's Fall und The Quiet Man. Ersteres ist das neue Spiel von Platinum Games, der Macher von Bayonetta und Nier Automata. Zweiteres ein Spielfilm-Filmspiel-Hybrid mit einem taubstummen Schönling, der Gangster verprügelt. Mehr gaben die Mini-Trailer aber auch nicht preis. Thank you. Bye-bye. Bei der mittlerweile vierten PC-Gaming-Show durfte ein Star-Citizen-Trailer natürlich genauso wenig fehlen wie ein neues Battle-Royale-Spiel. Deswegen gab's gleich noch zwei andere Battle-Royale-Spiele obendrauf. Der Rest des 30-Spiele-starken Line-Ups setzte sich ungefähr so zusammen wie ein Dschungelcamp-Cast. Ein paar teure Promis wie Hitman 2 und Anno 1800 und der Rest, den niemand kennt. Kann ich damit leben, wenn mit Liebe gespielt wird? Aber das kann ja noch werden. Spiele wie Maneater, bei dem man als Hai auf Menschenjagd geht, oder die Aufbausimulation mit Crafting-Komponente Satisfactory wirken auf jeden Fall äußerst unterhaltsam. Neues gab's auch von Walking Dead, und zwar sowohl von Overkills Koop-Shooter als auch dem Finale der Telltale-Serie. Und von Sega gab's die frohe Botschaft, dass Yakuza Kiwami und Zero im August für den PC erscheinen. Bei der Pressekonferenz von Devolver Digital gab es zwar weitaus weniger News, dafür aber wieder eine doppelte Portion Satire. Shut your mouth, you miserable piece of human garbage. Halbgar aufgewärmt vom letzten Jahr. Die finale Robocop-Hommage ist viel zu brutal, deshalb noch kurz was zu den Spielen. Bei Metal Wolf Chaos XD fragt man sich schon irgendwie, wer sich ein Remake der spröden Mech-Ballerei eigentlich ernsthaft wünscht. Der Fakt, dass das Original von Dark Souls-Entwickler From Software stammt, wird dabei aber wahrscheinlich eine Rolle spielen. Dann gab's noch ein Gefängnis-Survival-Game namens Scum und einen phänomenal coolen Trailer zu einem Spiel namens My Friend Pedro. Ein würdiger Abschluss für unser PK-Roundup. Dann kann's ja jetzt losgehen mit der Messe. Irgendwann.
Ja, fuck. Wir müssen hier auch anstehen und warten. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ey, wenn ihr hier dann eine Viertelstunde spielt oder so, dauert das hier doch bestimmt eine Stunde. Die Warteschlange, in der ich da stand, war für Anthem und es dauerte tatsächlich eine Stunde, bis ich dran war. Aber auch wenn ich nicht wie erhofft selbst spielen durfte, sondern nur eine Gameplay-Demo bekam, hat es sich gelohnt. Denn immerhin weiß ich jetzt mehr darüber, wie das Spiel abläuft. Die Demo startete in einem sogenannten Strider, einer mobilen Einsatzbasis. Hier kann man unter anderem seinen Javelin-Anzug modifizieren und sich weitere Mitspieler vermitteln lassen. In der Demo haben sich 4 Spieler auf eine Mission begeben, deren Ziel das Auffinden und Beseitigen einer Giftquelle war. Im Kampf kamen dann die individuellen Skills der Javelins zum Tragen. Der Storm Javelin ist sowas wie ein Magier, beherrscht Blitzkräfte und kann schnell ausweichen. Der Ranger hat Eisgranaten und der Kolossus ist ein zweibeiniger Panzer, der seine Lahmarschigkeit mit Raketensalven und einem mächtigen Schild ausgleicht. Besonders gut gefiel mir, dass die Spezialangriffe aller Javelins zu Kombos verkettet werden können. So lassen sich effiziente Taktiken entwickeln, um die Feinde extra schnell wegzubomben. Und außerdem gefiel mir die Landschaft, detailreich, lebendig und bei Bedarf auch mal unheimlich. Meine anfängliche Skepsis hat sich jetzt jedenfalls in vorsichtige Vorfreude verwandelt. Spielerisch und grafisch scheint Anthem richtig gut zu werden. Letzter Termin heute, Battlefield 5 Hands-On. Habe ich ein bisschen Bock drauf, ich bin aber auch froh, wenn wir hier weg sind, weil diese EDM-Scheiße hier läuft schon den ganzen Tag. Es sind nur 3 Lieder, die wir die ganze Zeit hören müssen. Ich habe echt die Schnauze voll von dem Geplayer. Aber jetzt erstmal Battlefield 5 Hands-On und ich glaube, es wird ganz cool. Ja, war auch cool. Ich war einer von 64 Spielern, die an einer Grand Operations-Mission in Norwegen teilgenommen haben. Im Grand Operations-Modus besteht ein Match aus insgesamt 3 Ingame-Tagen mit wechselnden Maps und Spielmodi. Je effektiver ein Team am ersten Tag spielt, desto mehr Soldaten bzw. Respawn-Tickets stehen am nächsten Tag zur Verfügung. Ich spielte auf Seiten der deutschen Truppen, die ein norwegisches Städtchen besetzt hielten und es gegen die britischen Befreier verteidigen mussten. Der erste Tag dieser Grand Operations Mission war quasi airborne, so nannte sich das. Die britischen Streitkräfte sind mit Flugzeugen angeflogen und haben Fallschirmjäger abgeworfen, während die Deutschen, also wir am Boden, quasi die Stellung verteidigt haben, haben Luftabwehrgeschütze hin und her geschoben, haben versucht, die Flugzeuge abzuschießen. Das war quasi so der Airborne-Modus, also Tag 1. Der zweite Tag war dann Breakthrough. Da war es dann so, dass man ganz klassisch halt Punkte besetzen und verteidigen musste. Wir hatten jetzt auf deutscher Seite 2 Punkte zu verteidigen und hätten die Briten diese beiden Punkte eingenommen und gehalten, dann wären sie ein Stück weiter vorgerutscht. Eine schöne Szene hatte ich. Ich habe einen Sektor wieder zurückerobert, indem ich mich einfach so unter die Bäume gelegt habe und keiner hat mich gefunden. Das war ganz cool, weil da die ganze Zeit so ein scheiß Panzer rumgefahren ist, der aber nicht wusste, wo ich bin. Ist aber auf jeden Fall ein Battlefield, wie man es kennt. Also wer jetzt durch die ersten Trailer den Eindruck bekommen hatte, dass das so ein bisschen Call of Duty-mäßig wird. Nee, finde ich nicht. Das ist eigentlich immer noch ein Spiel, wo man schon so ein bisschen arbeiten muss, sich absprechen muss, wie es halt sich für Battlefield auch gehört. Am Montag schauten Colin und ich beim Xbox Showcase vorbei und teilten die Masse an Titeln, die dort spielbar waren, unter uns auf. Das erste, das ich mir geschnappt habe, war Ori and the Will of the Wisps. Ich denke, ich muss nicht extra erwähnen, dass es wunderschön aussah und sich super fluffig spielen ließ. Das galt ja schon für den Vorgänger. Interessant war aber das neue Kreismenü, mit dem ich ganz unkompliziert Oris Fähigkeiten wechseln kann. Ebenfalls neu war auch Oris Enterhaken, mit dem er sich an bestimmten Punkten einhaken kann, sowie seine Buddelfähigkeit inklusive Buddel Dash. Und der Dash ist nicht nur sinnvoll zum Ausweichen, sondern fungiert auch als Angriff und als besonders hoher Sprung. Obwohl ich Ori and the Will of the Wisps nicht länger als eine Viertelstunde gespielt habe, bin ich mir schon jetzt sicher, es wird gut. Horizon is here to stay. What? Wie ist es? Es ist mega fett, ohne Scheiß, ey. Es ist auch schwierig irgendwie durch das Grumble hier. Fühlt sich ein bisschen schwammig an, aber oben ist zu alt. Meine Mauer, Alter. Scharf, Alter. Ich könnte jetzt sagen, dass ich auf der E3 nirgendwo mehr Spaß hatte als in diesem Forza Horizon 4 Cockpit. Aber hätte diese Aussage Gehalt? Wie kann man in einem hydraulischen Cockpit mit Lenkrad und Mördersound denn keinen Spaß haben? Ja, meine Sinne waren vernebelt. Doch auch wenn ich das Cockpit mal ausblende, fällt mir nichts wirklich Negatives zu Forza Horizon 4 ein. Dass wir jetzt durchs Vereinigte Königreich rasen, ist schon mal super, denn es ist ein unverbrauchtes Setting. Die Einführung von Jahreszeiten ist auch top. Zwar spürte ich nur wenig Unterschiede zwischen trockenen, nassen und verschneiten Unterkünften, aber das fand ich auch nicht so wild. Schließlich ist Forza Horizon mehr ein Arcade-Racer als eine Simulation.
Dann hätten wir da noch das irre Geschwindigkeitsgefühl sowie die eingängige Steuerung, womit auch die wichtigsten Rennspielkriterien erfüllt wären. Denke ich also, dass Forza Horizon 4 auch ohne Super Cockpit Spaß machen wird? Ja, das tue ich. Mein Dienstag ging dann noch besser los, nämlich mit einer Runde Resident Evil 2 Remake. Aber weil Colin mir das Thema weggenommen hat, weil er sich für den viel besseren Resi-Experten hält, darf ich dazu nichts sagen. Ach, soll er halt. Dann mache ich eben weiter mit Shadow of the Tomb Raider, das konnte ich nämlich auch spielen. Spielbar war die Szene im Urwald, die bereits auf der Xbox-Pressekonferenz gezeigt wurde. Lara schleicht, Lara klettert und Lara schlägt aus dem Hinterhalt zu. Unter anderem mit einem vergifteten Pfeil, der getroffene Gegner panisch macht, woraufhin sie sogar ihre Kollegen angreifen. Diese Passage sowie die actionreichere Fluchtsequenz auf der Ölbauplattform waren schon ganz nett. Deutlich mehr gestaunt habe ich aber bei einer Szene, die uns die Entwickler vorgespielt haben. Sie zeigten uns erstmals die belebte Maya-Stadt Paititi, die für Lara als zentrales Hub dienen soll. Dummerweise konnten wir hierzu kein Bewegtbild ergattern und deshalb haben wir einfach mal Lead-Level-Designer Arne Oehme gefragt, was man da so machen kann. Paititi, das ist unser City-Hub. In Paititi, Lara hat die Möglichkeit, frei die Gegend zu erforschen. Es gibt mehrere Bevölkerungsgruppen, sogenannte Fraktionen, mit denen sie interagieren kann. Es gibt also Geschichtenerzähler, es gibt Missionsgeber und es gibt auch Side-Missionen, die sie selbst entdecken kann. Es gibt Jagdgebiete, die sie erforschen kann und natürlich gibt es auch die Herausforderungsgräber, glaube ich, heißt das in Deutsch, die Challenge Tombs. Und all diese Aktivitäten sehen wir durch die sozusagen das Sichtglas der Social Experience. Das heißt, sie erfährt Geheimnisse und Geschichten von den Bewohnern von Paititi und das hilft ihr bei ihrer Erforschung von Paititi selber. Klingt gut. Ich bin ja nicht so der Schleichfan, aber durch die vielen anderen Facetten des Spiels, gemeint sind Kletterpassagen, knifflige Rätsel, simples Ressourcenmanagement, erlernbare Skills und optionale Herausforderungsgruften, rutscht Shadow of the Tomb Raider doch wieder etwas mehr in meinen Fokus. Viel stärker im Fokus habe ich jedoch Ghost of Tsushima. Samurais, Japan, Schwertkampf, alles genau mein Ding. Nach dem atemberaubenden Gameplay-Schnipsel aus der PlayStation-Pressekonferenz wollte ich unbedingt mehr wissen und habe mir eine Präsentation hinter verschlossenen Türen angeschaut. Gezeigt wurde derselbe Part, den wir aus der Pressekonferenz kennen, aber es gab auch eine Q&A-Session, wo es ein paar interessante Infos gab. Zum Beispiel war eine Frage, wie offen ist die Welt? Ist Ghost of Tsushima wirklich ein Open-World-Game? Und die Antwort ist ja, definitiv. Was man in dieser Demo jetzt nicht gesehen hat, sind zum Beispiel irgendwelche Marker oder Waypoints, die einem suggerieren, wo man hingehen muss. Die wird es wahrscheinlich im fertigen Spiel geben. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es ist ein Open-World-Game. Den Zweifel kann man auf jeden Fall schon mal ausräumen. Alle weiteren Infos im ungeordneten Schnellabriss. Wenn Jin durch Matsch rollt, bleibt der Matsch an seinen Klamotten hängen. Killt er dann noch Feinde mit seinem Katana, landet das Blut auf dem Matsch auf seinen Klamotten. Vertikalität und das schnelle Überwinden von Höhenunterschieden mittels Greifhaken spielen eine wichtige Rolle. Der Multi-Stealth-Kill im Schrein war keine Cutscene, sondern ein Special-Move, der nur bei Überraschungsangriffen möglich ist. Die angreifenden Mongolen während des Duells mit der Ronin-Dame Masako waren nicht geskriptet. Hätte der Protagonist Jin den Hornbläser getötet, bevor er ins Horn geblasen hätte, wäre die Mongolenarmee erst viel später aufgetaucht. Ja, so richtig Knaller waren die Infos jetzt nicht, aber viel mehr war nicht rauszufinden. Take it or leave it. Ich bin trotzdem angefixt. Ghost of Tsushima gehört meiner Meinung nach mit zu den schönsten Spielen der Messe. Und weil ich gerade bei Sony war, habe ich auch noch Spider-Man gespielt. Viel erwartet hatte ich ja nicht, ich verbinde Spider-Man einfach nicht mit guten Spielen. Doch oh Wunder, das Ding machte Bock. Die Netzschwingerei durch die Hochhausschluchten klappte hervorragend und ließ mich oft den Atem anhalten. Leute mit Höhenangst machen lieber einen Bogen drum. Und meine Befürchtung, dass Kämpfer auch durch blindes Tastenhämmern gewonnen werden können, hatte sich zum Glück nicht bestätigt. Im Gegenteil, jeden Gegner im Blick zu behalten und Spideys zahlreiche Moves gezielt einzusetzen, war ziemlich fordernd. Und daher auch befriedigend, wenn mir das gelang. Kurzum, Spider-Man wird vielleicht ein Popcorn-Spiel, aber sicher keines, das sich von selbst spielt. Spidey, ich behalte dich im Auge. Bei Bandai Namco schaute ich mir Jump Force an. Der Trailer auf der Xbox-Pressekonferenz sah einfach zu geil aus. Doch leider stellte sich heraus, das ist nichts für mich. So, eben mal zwei Runden Jump Force gespielt, das neue ja, Shonen Jump Anime-Prügelspiel von Bandai Namco. Hatte ich Bock drauf, weil es ja auch mega geil aussieht. Sie haben jetzt die Anime-Figuren von 2D in 3D geholt. Es findet sogar in der echten Welt statt. Man kann ja in den Schweizer Alpen am Matterhorn kämpfen. Ich muss aber sagen, irgendwie habe ich es nicht so ganz gepeilt. Das ist aber auch immer so ein Problem von diesen
Namco Bandai Anime 3D Beat'em-Ups, wo ich nicht peil, so ey, Blocken funktioniert anders als man es gewohnt ist. Es gibt Escape Dashes, wo ich jetzt aber nie genau weiß, wann muss ich drücken, haben die jetzt funktioniert. Man erkennt so wenig, man hat so wenig nachvollziehbares optisches Feedback und irgendwie, ich muss zugeben, ich habe Knöpfchen gedrückt, manchmal hat was geklappt, manchmal nicht. Ja, ist das jetzt schon ein finales Fazit? Nee. Es ist aber auf jeden Fall auch nicht Pick Up and Play. So. Dann doch lieber Soul Calibur 6. Da kann ich einfach besser nachvollziehen, was abgeht. Ja, was kann ich sagen zu Soul Calibur 6? Das ist ja geil. Ich habe das damals ab und zu mal gespielt und habe dann das Interesse verloren. Und jetzt denke ich mir so, okay, es ist eigentlich immer noch dasselbe wie vorher. Sieht nur schöner aus. Und weil es so ist wie vorher, denke ich mir, ich zock das mal wieder. Ich finde das geil. Nightmare ist mit dabei, den mag ich sehr. Er steuert sich noch so wie immer. Ich habe in meinen Gehirnwindungen immer noch seine Moves vergraben gehabt, so ein bisschen. Und kann man mal zocken, ey, ist cool. Der Großteil meines Mittwochs ging für das Line-Up von Activision drauf. Und weil es hier so viel zu sehen gab, muss ich mich kurz fassen. Los geht's mit dem neuen kompetitiven Spielmodus Gambit von Destiny 2 Forsaken. Hier treten zwei Teams nur indirekt gegeneinander an, indem sie in getrennten Arenen möglichst schnell Feinde abschießen und deren fallengelassene Modes bei einer Vorrichtung im Zentrum abliefern. Wurden genug dieser Modes abgeliefert, erscheint ein fieser Bossgegner und wer den zuerst besiegt, gewinnt die Runde. Doch Vorsicht, beim Bosskampf kann ein Spieler für kurze Zeit in die Arena des Gegnerteams eindringen und dort rumnerven. Also Trant, wie fand ich's? Eben die erste Runde Gambit gehabt und es war äußerst unterhaltsam. Also ich finde, das Konzept geht auf. Also dieser Game-Modus, der ist sehr taktisch, aber auch sehr einfach zu verstehen. Du raffst eigentlich immer, wo du hin musst, was gerade abgeht. Und das macht es wirklich spannend, auch für Leute, die PvP jetzt nicht so mögen wie ich. Wenn man jetzt selber nicht der beste Player ist, aber trotzdem Competition haben will, dann ist Gambit, finde ich, ein echt guter Modus. Und ich kann nur sagen, er hat Bock gemacht. War cool, obwohl ich jetzt kein PvP-Player bin. Nein! Oh, ich könnte ausrasten, Alter. Und weil es gleich nebenan war, habe ich noch zwei Runden Call of Duty Black Ops 4 Multiplayer mitgenommen. Runde 1 war ein Team Deathmatch, Runde 2 war Control, sprich mit einer begrenzten Anzahl von Leben bestimmte Zonen besetzen oder verteidigen. Hier meine Eindrücke. So, wir hatten eben eine echt spaßige Runde Call of Duty Black Ops 4. Um es mal kurz zu umreißen, es gibt ungefähr 8 Klassen mit verschiedenen Spezialfähigkeiten und diese Klassen kann man alle noch anpassen durch die Waffen, durch die Attachments auf diesen Waffen, durch Spezialgadgets wie Schutzweste oder schnellere Heilung. Kam mir alles erst ein bisschen kompliziert vor, weil es echt eine Menge Holz ist, aber im Spiel ist es wirklich super einfach zu gebrauchen. Und ich hatte jetzt hier quasi meine allererste Call of Duty Black Ops Multiplayer-Runde und fand es echt cool. So, vielleicht zocke ich das auch mal privat. War einfach zu lernen, hat alles so funktioniert, wie ich es wollte. Steuerung ist super knackig. Maps sind auf jeden Fall auch sehr einfach zu lesen, sodass ich immer genau wusste, wo ich hin muss. Also ich stand nie da wie ein kopfloses Huhn, so wo muss ich hin, sondern ich wusste es sofort. Und das hat mich beeindruckt, ist cool. So, und nun kommen wir zu einem ganz besonderen Schmankerl. So ging ich rein. Okay, wir sind hier jetzt mal raus aus dem Trubel und in einer Geheimlocation. Jetzt gibt es nämlich eine Sekiro-Präsentation. Total geheim. Ist ja gerade erst vorgestellt worden. Ich bin mega gespannt. Und so kam ich raus. So, Sekiro-Präsentation gehabt, Gameplay-Demo, lief auf dem PC und ich sag für mich, das ist jetzt schon mein Spiel der E3. Ich fand's richtig geil. Ein richtig schnelles Samurai-Action-Game von From Software, was ich anscheinend mega geil spielt. Also ich bin gehypt. Ich will das jetzt zocken. Leider hieß es zwischendrin. Not even in this direction? So dass mir jetzt nichts anderes übrig bleibt, als den Reveal-Trailer laufen zu lassen. Aber dafür kann ich euch sagen, was ich erfahren habe. Für mich am wichtigsten war die Info, dass es ein Action-RPG ist mit der Betonung auf Action. Schleichen kann man auch, ist aber nur eine Option. Außerdem finde ich super, wie flüssig und dynamisch sich der Held des Spiels durch die Levels manövrieren ließ. Hier ein Sprint, da ein weiter Sprung, dann ein Schuss mit dem Greifhaken, um auf ein Dach zu gelangen. Sekiro wird nochmal deutlich flotter als Bloodborne. Letzte Zweifel verflogen dann bei den Kämpfen. Die Attacken fetzen rein wie nix Gutes. Und der Stahlsound, der beim Aufeinandertreffen der Schwerter ertönt, könnte satter nicht sein. Die Armprothese des Helden beherbergt nicht nur einen Greifhaken, mit dem er sich zu den Gegnern hinziehen kann, sondern auch eine Axt, um Schilde zu zertrümmern. Und interessant ist auch der Wegfall der aus Dark Souls bekannten Ausdauerleiste. Stattdessen gibt es nun einen Wert namens Haltung, der mit jedem geblockten Schlag schwindet. Führt ihr jedoch einen perfekten Block aus, schwindet nicht euer Haltungswert, sondern der des Gegners. Und wenn der auf Null ist, könnt ihr einen Finisher ausführen. Gutes Timing wird also belohnt.
sollte euch dennoch mal der Bildschirmtod ereilen, müsst ihr nicht zwingend zurück zum letzten Checkpoint, sondern könnt euch auf Wunsch auch an Ort und Stelle wiederbeleben lassen. Allerdings soll eine Wiederbelebung mit hohen Kosten verbunden sein, sodass ihr besser zweimal nachdenkt, bevor ihr sie nutzt. All diese Details klingen wie Musik in meinen Ohren und wenn ich jetzt noch die Grafik, das Setting und das leicht verstörende Gegnerdesign hinzuaddiere, komme ich halt auf folgendes Ergebnis. Mein Spiel der Messe. Colin? Dran? Ja, ich bin fertig. Ich habe jetzt gerade Sekiro gesehen, geiler Witz nicht mehr und deswegen hau ich jetzt ab. Du musst weitermachen. Okay, tschö. Was jetzt? Jetzt gleich? Ja, okay, dann komme ich jetzt rüber gejoggt zur Messe. Sind ja nur 20 Kilometer. So, Topfit angekommen hier auf der Messe und ich würde sagen, ich starte mal mit Days Gone. Das wollte ich immer schon mal zocken. Zombie Inferno mit Survival- und Crafting-Elementen. Zugegeben, die Grundzutaten von Bens Open-World-Apokalypse klingen ganz schön abgeschmackt. Zwei Demos standen zum Probezock bereit und ich muss sagen, das Rezept geht auf. Der erste Level zeigte die eher ruhige Seite des Spiels und könnte Days Gone Stalkern bereits bekannt vorkommen. Protagonist Deacon St. John infiltriert eine von Freakern, so heißen hier die infizierten Gammelgesellen, besetzte Garage. Ein bisschen schleichen, ein bisschen suchen, ein bisschen kämpfen. Ja, das macht schon mal Laune. Jetzt ist's aber erstmal Zeit für Chaos. Schließlich gehört die wilde Flucht vor der hereinbrechenden Freaker-Flut seit der ersten Trailer-Enthüllung vor 2 Jahren zu den Wow-Momenten von Days Gone. So, jetzt bin ich dran. Die Aufgabe ist ganz klar. Clear the Horde. 300 Zombies wollen hier eliminiert werden. Quasi ein großer Baller- und Explosivschauplatz. Ich bin super gespannt drauf. 4 sollen es schon geschafft haben. Ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht Nummer 5 werde. Um's direkt zu sagen, ich schaff's leider nicht. Aber scheiß drauf, ist ja eh Endgame-Content, wie mir die Entwickler versichern. Auch wenn meine Horde noch zu den kleineren zählt. Bei der Masseneliminierung kommt man mit wildem Geballere allerdings nicht sonderlich weit. Vielmehr müsst ihr das Terrain zu eurem Vorteil nutzen. Hier versuche ich, einen Todeskorridor aus Sprengfallen und Explosivfässern aufzubauen. Ein teuflisch genialer Plan. Alter, bin ich der König oder was? Doch zu früh gefreut. Zwar beißen einige Freaker im Feuerinferno ins Gras, aber letztlich überrollt mich die faulige Flut gnadenlos. Also Junge, wirklich, das war jetzt mein allererster Anzockversuch von Days Gone. Ich habe diesen chaotischen Horde-Modus gespielt, ich habe diese eher Sneaky-Mission, diese Story-Mission gespielt und das war echt richtig cool. Also das ist noch nicht so ganz rund, das ist noch ein bisschen filmschicht teilweise von der Steuerung. Es ist so, dass die Bildrate noch nicht immer so richtig geil ist, aber grundsätzlich macht es richtig Spaß. Also so ein halbes Open-World-Spiel mit einer guten Story in einer Zombie-Apokalypse, mit verschiedenen Spielweisen, offensiver, defensiver, mit ein bisschen Crafting. Das kann schon richtig cool sein. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Auf meinem Frühjahrsradar 2019 ist Days Gone auf jeden Fall richtig prominent aufgetaucht gerade. Ein weiterer Titel auf meiner Hab-ich-Bock-drauf-Liste war Ashen. Das düstere Action-RPG im eigenwilligen Comic-Look setzt auf ein ausdauerbasiertes Kampfsystem. Klingt mal wieder nach Dark Souls. Jo, jetzt habe ich so eine Viertelstunde Ashen gespielt und muss sagen, das hat schon Spaß gemacht. Definitiv die Inspiration, was das Spielerische angeht, also das Kämpfen, das System mit dem Loot zurückholen, die Steuerung weckt extreme Erinnerungen an die From Software-Serie, die ich jetzt nicht mehr nennen möchte. Und der Artstyle ist natürlich was ganz Eigenes. Ganz eigen ist auch der Mehrspieleransatz, denn Ashen verbindet Online-Zocker auf eine ungewöhnliche Weise. Trefft ihr in eurer Welt auf einen NPC, wird dieser von einem menschlichen Mitstreiter übernommen, der sich gerade in seiner eigenen Spielwelt in der gleichen Gegend aufhält. Daraufhin zieht ihr gemeinsam durch die Pampa, bis ihr das Story-Ziel des NPCs erfüllt habt. Erst dann verabschiedet sich der menschliche Kompagnon in seine eigene Welt, der NPC bleibt euch erhalten. Ein interessantes System, das allerdings immer nur 2 Abenteurer miteinander verbindet. Was mir noch nicht so super gut gefallen hat, es fühlte sich alles ein bisschen wirklich schwammig und verzögert an. Wenn man die Kamera gedreht hat, dann zog die quasi noch so ein bisschen nach. Wenn ich versucht habe, super präzise auszuweichen, dann passierte das mit so einer, hat man ja gesehen, mit so einer halben Sekunde Verzögerung. Aber daran schraubt Entwicklerstudio Aurora 44 bis zum Release ja vielleicht noch. Jetzt erstmal rüber zu Ubisoft und gucken, was da so geht.
War ja ein bisschen überraschend, dass ein Jahr nach dem letzten Assassin's Creed direkt das nächste rausgehauen wird in diesem Jahr. Assassin's Creed Odyssey heißt das Ganze, spielt im alten Griechenland und soll einige Sachen anders machen. Ich bin super gespannt, ich darf jetzt mal hier eine Stunde einfach ein bisschen zocken und bin super gespannt, wie sich das Ganze anfühlt. Und es geht schon los mit einer ungewöhnlichen Wahl, männlicher oder weiblicher Held. Ich würde sagen, es waren genug Männer bei Assassin's Creed. Ich nehme jetzt mal eine Frau und guck, was passiert. Auswirkungen auf den weiteren Verlauf hat die Wahl übrigens nicht. In beiden Fällen schlüpft ihr in die Rolle eines kampferprobten Spartaners und erlebt die gleiche Geschichte. Historischer Kontext ist der fast 30-jährige Krieg mit den Athenern 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Zwar setzt auch Odyssey auf die serientypische Sandbox-Erkundung, macht aber einiges anders als die Vorgänger. Einerseits wird der Rollenspielanteil mit unterschiedlichen Dialogoptionen und individueller Ausrüstungswahl erhöht. Mit den Stealth-Wurzeln der Assassinenbruderschaft bricht Odyssey allerdings fast völlig. Bei den Spartanern ist halt eher derbe Haut-Rauf-Diplomatie angesagt. Ich bin gerade gestorben, ich habe gerade versucht, zu verzweifeln, so ein bisschen Souls-artig mit dem Schild nach oben. Das konnte man ja in Origins auch machen, aber das geht hier halt nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr, dass man einfach sich die ganze Zeit dahinter verpflichtet in dem Schild, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Deswegen geht das einfach nicht mehr. Also hier muss man das richtig urmännlich kämpfen. Daran muss ich mich aber erstmal gewöhnen. Die beiden Spielfiguren Cassandra und Alexios haben aber noch mehr auf Lager. Teilt ihr ordentlich Dresche aus, füllt sich der Balken für Spezialmanöver. Auf Knopfdruck setzt ihr alsdann zum Rundum-Befreiungsschlag an oder heilt euren Helden. Und ja, den obligatorischen Spartanertritt gibt's natürlich auch. Genau wie wilde Massenschlachten, bei denen ihr das Kriegsglück durch das Ausschalten feindlicher Offiziere auf eure Seite zieht. Hier kann man so richtig zeigen, was man kann oder auch nicht. Ich bemühe mich, das ist sehr ausgewogen, beides zu machen. Da geht er down, der doofe Diokles. Obwohl, das reicht noch nicht. Das wird ein ganz enges Höschen hier, was wir hier machen. Und Victory. Hier, nimm das mal. Das muss man hier mal auch mal sagen, ne? 25 habe ich umgebracht, einen Captain habe ich umgebracht und der Oberbösewicht wurde auch umgebracht. Das war ein guter Tag für die Spartaner. 3 Jahre hat Ubisoft Quebec mit diversen Hilfsstudios an Assassin's Creed Odyssey geschraubt. Und alles wirkt routiniert. Dennoch kickt mich der Griechenland-Trip irgendwie nicht so richtig. Die gesamte Grafik ist halt nur gut, die Gesichtsanimationen wirken recht steif und ausdruckslos. Und die vermeintlich mega wuchtigen Schwertduelle, ja, die fühlen sich irgendwie etwas labbrig und auch wenig brachial an. Keine Ahnung, es knallt halt nicht. Naja, geh ich mal nach nebenan, vielleicht knallt's ja bei The Division 2 mehr. Auch der Industrieheilsbringer Games as a Service ist anhaltendes Thema. Neben Destiny 2 und EA's Anthem ist vor allen Dingen The Division 2 prominent auf der Messe vertreten. Das will nach den spielerischen Startschwierigkeiten des ersten Teils jetzt von Anfang an auf ganzer Linie überzeugen. Ich durfte eine 15-minütige Demo in einem Vierergespann aus Pressefuzzis bestreiten und bin jetzt nicht so wirklich viel schlauer als vorher. Inhaltlich scheint alles beim Alten. Die Entwickler tauschen das verschneite New York City gegen das sommerliche Washington DC und die Waffen sind etwas einfallsreicher als zuvor. Aber ansonsten hat sich auf den ersten Preview-Blick nicht sonderlich viel getan. The Division 2 ist immer noch ein kompetenter Third-Person-Shooter mit schicker Spielwelt und fordernden Ballereien. Wo im Detail weitere Verbesserungen liegen, muss ich aber erst noch zeigen. Ich bleibe mal vorsichtig optimistisch, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt. Das hoffe ich übrigens auch bei Nintendo. Ist aber leider nicht so. Sounds like there's already one inside. Stattdessen muss ich direkt im neuen Super Smash Bros. Teil antreten. Eine Serie, von der ich bekanntermaßen absolut keine Peilung habe. Aber gut, man ist ja Profi. Na, Colin, wie läuft's? Sau geil, ey. Sau geil. Smash Brothers, yeah, Pro-Gaming-Skills hier am Start. Super Smash Brothers Ultimate soll Nintendos ultimatives Zugpferd zum Jahresende werden. In Sachen Umfang schlägt es schon jetzt seine Vorgänger. Mehr Stages, mehr Items, mehr Kämpfer. Aber kann das Kampfsystem auch mehr? Zunächst kann es ganz schön chaotisch sein. Herumfliegende Projektile, Explosionen, vom Himmel fallende Items, sich bewegende Hintergründe. Es passiert einfach richtig viel auf einmal. Und das auch noch richtig schnell. Denn verglichen mit dem letzten Teil auf Wii U hat die Switch-Version deutlich an Geschwindigkeit zugelegt. Aber es soll ja ein paar Millionen Menschen auf diesem Planeten geben, die sich an das Chaos schon gewöhnen werden.
Um für mehr Ordnung zu sorgen, hat sich Nintendo ein paar feine Kniffe überlegt. Wiederholt ihr andauernd und schnell hintereinander dieselben Moves, werdet ihr bestraft, indem diese Angriffe schwächer werden oder exzessives Ausweichen an Effektivität verliert. Insgesamt noch etwas chaotisch, das Potenzial zum nächsten Multiplayer-Hit ist aber definitiv vorhanden, sagt Markus. Ja, leider steht hinter uns jetzt niemand, deswegen müssen wir diesen Stand verwaist verlassen und mal gucken, was es sonst noch gibt. Pokémon natürlich. Da bin ich besser, das weiß ich. Oh, direkt das nächste Highlight für mich. Der hat da hier Bulbasaur, Charmander. Bulbasaur. Das ist, wie heißt das Biest mit der grünen Zwiebel auf dem Rücken nochmal? Das heißt Bulbasaur hier. Bisasaur. Ja, ich glaube, ich übernehme das mal. Also, uns erwartet hier die Pokémon-Premiere auf der Switch. Und das will vor allem eins sein. Ein Pokémon-Spiel für jedermann. Erreichen will Game Freak das, indem man ordentlich aufräumt. Kämpfe gegen wilde Pokémon sind raus, Fangmechaniken aus Pokémon Go drin. Dafür täuscht ihr einen Pokéball-Wurf mit dem Controller an und zack, gefangen ist das Taschenmonster. Klingt innovativ, aber die Umsetzung hinkt. Das Werfen ist wenig genau und nur mäßig kontrollierbar. Die Kämpfe sehen zwar echt schick aus, aber scheinen durch die Vereinfachung an Tiefe verloren zu haben. Auch wenn ein Zwei-Spieler-Modus und die Verknüpfung mit Pokémon Go vielversprechend sind, scheinen die vereinfachten Mechaniken leider zu sehr auf ein jüngeres Publikum oder absolute Neulinge abzuzielen. Weshalb ich mit besorgtem Blick Richtung Release im November schaue. Gut, warten wir es halt einfach mal ab. Es funktioniert, aber ich fühle mich nicht wie ein Pokémon-Trainer. Und eigentlich wollte ich das. Gut, soll der Markus mal weiter seinen wilden Träumen nachhängen. Nach so viel Süß brauche ich jetzt erstmal blutig. Auf geht's zu Capcom. Der aufmerksame Beobachter entdeckt hier drei erwähnenswerte Dinge. Zum einen Resident Evil 2, zum zweiten Trant, der Resident Evil 2 zocken darf, und zum dritten Colin, der scheißen enttäuscht ist, dass er gerade nicht Resident Evil 2 zocken darf, obwohl er unglaublich Bock hat. Seit 3 Jahren befindet sich das Remake in der Entwicklung und so viel ist schon mal klar. Capcom gibt sich richtig viel Mühe. Im Kern dreht sich immer noch alles um Claire Redfield, die Schwester von Serienveteran Chris, und Leon S. Kennedy. Der hat seinen ersten Arbeitstag bei der Polizei von Raccoon City. Der Rest ist Geschichte, aber eben komplett neu interpretiert. Haha, ich hab Glück. Ich darf jetzt doch nochmal zocken. Und das ist auch gut so. Trant ist nämlich weitergegangen. Und ganz ehrlich, ich habe Resident Evil 2 seit 18 Jahren nicht mehr gespielt und freue mich unfassbar darauf, denn das ist echt eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Aber da das Demo-Ding hier nur 20 Minuten geht, muss ich jetzt ganz schnell das Mikro weglegen und zocken. Aber es ist bestimmt schon nur noch 18 Minuten jetzt. Tatsächlich fühlt sich die Rückkehr aufs Polizeirevier wie nach Hause kommen an. In ein Haus, das die Zwischenmieter aber ordentlich umgestaltet haben. Der Grundaufbau ähnelt dem PlayStation-Original, ansonsten wurde aber fast alles neu arrangiert. Die Rätsel sind anders gestaltet, man braucht keine Farbbänder mehr, um an Schreibmaschinen zu speichern, und die fauligen Zombies stehen teils wieder auf, obwohl man sie umgeballert hat. Der größte Unterschied liegt aber in der neuen Over-Shoulder-Perspektive. Dadurch seid ihr nicht nur näher dran am gruseligen Geschehen, es lässt sich auch deutlich präziser zielen. Und das ist auch bitter nötig, denn wie in der guten alten 32-Bit-Zeit drangsaliert euch Resident Evil 2 mit Munitionsarmut, wenig Heilmitteln und eingeschränktem Inventar. Doch dank penibler Generalüberholung wird das Remake sicher auch Neueinsteigern gefallen. Das ist mehr als nur Fanservice, das wird ein richtig geiles, klassisches Survival-Horror-Abenteuer, aber im Look und mit dem Feel, den man im Jahr 2019, wenn es dann rauskommt, erwarten kann. It's coming back! Und ich könnte euch jetzt noch so viel erzählen von den ganzen geilen Games, die ich zocken konnte. Code Vein zum Beispiel, das Schnetzelding von Bandai Namco. Oder Skull and Bones, der epische Seeschlachtsimulator im Piratenstyle. Oder hier, Metro Exodus, was für eine fette... Ihr mit eurer fancy E3 und euren Blockbustern und AAA-Titeln und überlaufenden Messehallen und so ganzem Brimborium mit Farben und Aufstellern. Ganz ehrlich, da gibt's noch ganz viel mehr und deshalb bin ich jetzt hier. Ja? Jetzt kommt das echte Programm. Jetzt kommen Indie-Spiele. Unter anderem sind wir dafür natürlich bei unseren Freunden von Devolver Digital. Und da schauen wir uns jetzt gleich mal 3 Spiele an. Komm, komm, zack. Den Anfang macht Serious Sam 4. Das soll nach 7 Jahren Arschtrittpause größer und schöner sein als jemals zuvor. Size is the biggest change because we wanted to make the game better. Das sehr dezente Schöner würde ich euch ja gern zeigen, aber leider hat es Devolver vertüdelt, uns Bilder zur Verfügung zu stellen.
Deshalb ist jetzt Schluss mit Sam. Händchen schütteln, grinsen und weiter. Als nächstes geht's in den klimatisierten Wohnwagen von My Friend Pedro. Was das ist, erklärt Entwickler Victor höchst selbst. Today we're playing My Friend Pedro Blood Bullets Bananas. It's a violent ballet about friendship, imagination and one man's struggle to obliterate anyone in his path at the behest of a sentient banana. My Friend Pedro ist der 2D gewordene Wunschtraum aller Matrix und Max Payne Jünger. Ihr zeitloopt euch durch die absurdesten Action-Set-Pieces und ergötzt euch dabei an der bleihaltigen Zerstörungsorgie. Auch wenn es so aussieht, als wäre es wahnsinnig kompliziert zu bedienen, ist super flott gelernt. Ich will nicht lügen, keine meiner Aktionen war so schön choreografiert wie die Szenen des offiziellen Trailers. Aber das ist völlig egal, weil ich mich kurzzeitig trotzdem wie der größte Shoot-'em-up-Stecher von ganz L.A. gefühlt habe. Yeah, yes, that's it. Okay, it feels great. That's good. Greatest action hero in the world. Yeah. Die Qualität der jetzigen Fassung von My Friend Pedro ist schon erstaunlich. Etwas anderes, aber noch viel mehr. So, how many guys are working on the game? Just me making it, except for the music. I've spent over 3 years on it so far. It's a bit silly to be honest with you, to do it on your own. There's a lot of work, but it's fun. Damit aber trotzdem genug von der manischen Banane und seinem in Zeitlupe wütenden Freund. Ihr wollt ja noch ein bisschen mehr hippen Underground-Shit sehen. Händchen schütteln, grinsen, weiter. Im Trailer nebenan wartet das nächste Spiel. Scum. Just to prepare you, usually it takes me around 45 minutes to tell what Scum is all about. So 45 minutes? Yeah. We have 25. So, maybe you can speed up the video later. Alright. In diesem Moment dachte ich noch, dass Entwickler Tomislav einen Scherz macht. Aber was ich nicht wusste, der meint es tatsächlich ernst. Scum scheint so kompliziert zu sein, dass ich mir auf den Startbildschirm starrend über 30 Minuten anhören darf, wie Ingame-Verdauungssysteme funktionieren, sich Attribute auf körperliche Gegebenheiten auswirken und Scum nicht nur ein Survival, sondern ein Supermax Open-World-Survival-Spiel ist. Wohlgemerkt habe ich bis dahin noch nichts vom Spiel gesehen. Deshalb habe ich die gute alte Ich-muss-weg-Karte gezückt. Okay, I think we have to go. Hände schütteln, falsches Grinsen auflegen, Kleinigkeit im Buffet mümmeln und schnell weg zur nächsten Indie-Location. Wir sind natürlich nicht nur bei Devolver, sondern auch bei Good Shepherd. Und ich habe mir sagen lassen, da drin ist kalt und es gibt kühle Getränke. Also gehen wir da rein. Komm, zack. Black Future 98 vereint alles, was hippe Indie-Games so vereinen müssen. Pixel-Art, Neonfarben, schrubbende Synthies, Roguelike-Gameplay und eine fette Schicht 80er-Hommage. In frenetischer Side-Scroll-Action schnetzel und schieße ich mich durch zufallsgenerierte Verliese. Dabei gibt's jede Menge Loot und Perks, die meine Spielweise verändern und natürlich viele, viele Tode. Nach 10 Minuten habe ich easy den ersten Boss ausgeknipst, auch wenn unter der Spielgeschwindigkeit meine Artikulation leidet. Es ist echt anstrengend. Lach nicht. Um ganz ehrlich zu sein, unglaublich neu ist das Prinzip trotzdem nicht. Spaß macht's aber auf jeden Fall und aufhören wollte ich irgendwie auch nicht. Okay, 10 minutes. Okay, maybe like 5 minutes. Come on, 5 sure. Minutes. I will rush through this. So you see, I think I like it. Aber den Rest skippen wir mal. Händchen schütteln, grinsen und weiter. Ich glaube, wir haben auch ein paar ganz interessante... Sebastian? Sugar! What the hell? No. Nice to meet you. Great! Auf der Gamescom haben wir Sugar und sein Team noch mit dem Underdog Award Unterhund ausgezeichnet. Jetzt stehen er und sein Team bei Good Shepherd unter Vertrag und die Weltherrschaft ist zum Greifen nahe. Fun Fact, we won the Excellence in Game Design Award there. Oh, so. Unterhund was first. Unterhund was first. You heard it right here from your boy. Unterhund was life-changing. I think that's why we actually got a publishing deal. Yeah, of course. That's exactly why. Mittlerweile wird auch an einer Switch-Fassung ihres Spiels Semblance gearbeitet. Dank Mobilität gefällt's mir hier sogar noch eine Ecke besser als vorher. Die Kopfnüsse des Puzzle Jump and Runs bleiben aber unverändert knackig. I think I get it. I think I get it. Now I can. No, I don't get it. You're close. Ich hätte ja gern noch weiterspielen wollen, aber die E3 ist halt Terminstress. Zumindest habe ich mir aber von Sugar noch ein Fazit in den Mund legen lassen. It's great on Switch. I love it. Hände schütteln, grinsen und raus. Das waren die ganzen hippen Indie-Games der E3. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem aktuellen Stand. Jetzt geht's natürlich zurück zu den Blockbustern und AAA-Spielen. Dahin. Gehen wir mal. Und die Ampel ist rot. Die auch.
dann gehe ich da lang. Ça va. Wie dumm kann man sein? Nicht zu fassen. Ey, er dreht doch nochmal im Kreis. Ja, ist grün, ist rot. Grün, rot. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das wird nichts mehr. Da ist Hopfen und Malz verloren. Ich muss weiter moderieren. Ab geht's. So, jetzt erzähle ich euch mal was. Mein erstes Hands-on war Hitman 2. Ich war als Agent 47 im schönen Miami bei einem Autorennen unterwegs und sollte eine Rennfahrerin eliminieren. Und was mir gleich auffiel, war die nochmals vergrößerte Riesenmenge an zugleich dargestellten NPCs. Es sind fast 2000 Charaktere in dem Level und wenn du das schon gespielt, ne? Alle sehen unterschiedlich aus, haben verschiedene Größen, haben verschiedene Ethnicities, es ist ziemlich cool, das begeistert mich sehr. Hitman-typisch gab es wieder ganz viele Wege, die Rennfahrerin zu erledigen. Beim ersten Durchlauf bin ich einem der Mechaniker unauffällig gefolgt, habe ihm Rattengift in den Drink gemischt, um seine Uniform zu bekommen und wollte zuletzt eigentlich der Chefmechanikerin einen Sprengsatz fürs Auto unterjubeln. Eigentlich. Micha, was war da denn los? Ich habe den falschen Knopf gedrückt und habe ihr direkt in die Fresse gehauen, statt ihr zuzuhören. Beim zweiten Durchlauf habe ich mich mit Hilfe zahlreicher Verkleidungen und einer Brechstange aufs Dach gemogelt. Von hier konnte man die böse Rennfahrerin, die eigentlich privat Waffen exportiert, direkt aus dem Auto snipern. Mann, die hatte es aber auch echt verdient. Was entwickelst du auch Waffen? Nice, Micha, nice. Die hat Waffen exportiert an Leute, die sie nie haben durfte. Also kriegst du den Schuss in den Kopf. Und es gibt noch jede Menge andere Wege, die uns die Entwickler verrieten. Du kannst quasi eine Flagge wedeln und bestimmte Leute disqualifizieren. Dann steht halt Sierra auf dem Podium, du kannst sie von dem Podium snipern. Du kannst in der Trophäe ist Champagner drin, du kannst den Champagner vergiften. Du kannst unterhalb ist so ein Feuerwerk, wo du das Gas heftig aufdrehen kannst, dass das alles explodiert oben. Und ja, also Dutzende Möglichkeiten. Hitman 2 spielte sich ausgezeichnet. Ersteindruck sehr gut. Aber irgendwie hatte ich für meinen Geschmack viel zu wenig geballert. Also darauf kommt es beim Ballern nun wirklich nicht an. Doch, gut, dass ich als nächstes Rage 2 anballern durfte. Das freute mich sehr. Und worauf ich mich auch sehr, sehr freue, ist das da. Eine Maus, eine Tastatur. Bethesda weiß noch, wie es geht. Ich muss nicht mit so einem Gamepad einen Ego-Shooter herumjuckeln, wo man natürlich als Profi mit der Maus spielt, ganz klar. Jeder andere ist sehr dumm. Rage 2 ist dagegen auf dem Papier richtig schlau. Denn id Software und die Avalanche Studios vereinen dafür ihre Superkräfte. Also das fette Geballer aus Doom mit dem Open-World-Wahnsinn aus Just Cause. Rage 2 hat deshalb eine Riesenwelt, in der ihr 30 Jahre nach dem ersten Teil zu Fuß oder mit Fahrzeugen verstrahlte Viecher und Wüstenpunker zerlegt. Die es aber auch echt verdient haben. Ich will einfach nur noch zerspratzen und zerballern. Überall stehen Fässer rum, die Gegner zerfetzen. Und die haben es verdient. Das sind nämlich scheiß Wüstenpunks, die hier einfach nur rumstehen und Scheiße bauen wahrscheinlich, wenn ich nicht da wäre. Yep, das satte Gunplay war in der kurzen Anspielsession das, was wirklich herausstach. Aber warum ist das eigentlich so geil? Wir haben nachgefragt. It's like really heavy, punchy weapons. Like, and that's, to get that, you need everything you said. You need sound, you need the effects, you need the effects when the bullets are flying out into the world and when they hit something. So heavy weapons and animations is super important. Und neben dem lustigen Geschrote könnt ihr auch verschiedene Auflade-, Sprung- und Dash-Attacken im Kampf benutzen. Am glücklichsten hat mich aber was anderes gemacht. Ich habe soeben die Shotgun erhalten und wie in jedem id Software-Spiel ist das ein Magic Moment, denn der Sound der Shotgun, das ist wie der Kartoffelbrei bei jedem Essen. Ein kluger Mann. Rage 2 wird ein geiles Actionbrett. Ob sowas wie eine Story dahinter steckt, kann es nur die verstrahlte Zukunft zeigen. Apropos verstrahlt. Bethesda muss ziemlich verstrahlt gewesen sein, als sie ausgerechnet ein Elder Scrolls-Spiel für den Mobile-Markt durchgewunken haben. Hey, ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber falls das Gameplay ist, dann ist es wie bei Rocky. Einfach gegenseitig immer abwechselnd in die Fresse hauen. Blade sieht für ein Handyspiel absolut fantastisch aus, klar. Aber das Touchscreen-Gameplay wirkte krass eindimensional. Beim Laufen tippt man sich quasi durch die Welt. Gehauen wird durch einen langen Tipp auf den Bildschirm, geblockt wird mit dem Schildsymbol. Movement während der Kämpfe ist quasi unmöglich. Also habe ich einfach immer stehend geblockt und gehauen und bin damit gut durchgekommen. Okay, er rafft's nicht, ne? Er lernt nicht dazu. Er kriegt immer wieder aufs Maul. Und jetzt kommt sein Bruder angerannt. Los! Also, wenn Bethesda ernsthaft denkt, dass ich ihn ein Mobile-Spiel abkaufe, weil Elder Scrolls draufsteht, dann grenzt das schon an Größenwahn. Und Größenwahn ist ja eher ein beliebtes Hobby unter Entwicklern. Beyond Good and Evil 2 ist genauso größenwahnsinnig. Das will euch riesige Space-Städte, verwinkelte Dungeons, aber auch eine mittelgroße Galaxie zum Spielplatz machen. Aber zumindest scheinen die Entwickler nicht blindlings der Groß-ist-gleich-geil-Formel zu folgen.
So the idea is that we're not going to stuff the world with places just to say that they're there. It's all about making sure that the player always is motivated to go and explore and find other activities. Ich durfte mir anhand einer vorgespielten Gameplay-Demo schon mal anschauen, wie das in einem kleinen Teil des Spiels aussieht. Viele Ecken der Welt wurden zwar ausgespart, hinter denen potenziell hohle Kulissen stecken könnten, aber davon abgesehen hat es einen tollen Eindruck vermittelt. Vor allen Dingen der nahtlose Wechsel von Tempel zu Stadt zu Weltraum hat mich schon ein bisschen rallig gemacht. Hurra! Beyond Good and Evil 2 soll ein umfangreiches Action-Rollenspiel werden, das vor den Geschehnissen des ersten Teils spielt. Letztendlich soll der Titel mit bis zu 3 Spielern spielbar sein. We know there will be at least 4 people that will be able to play co-op and it's a drop-in, drop-out system. Das ganze Spiel wirkte übrigens noch etwas hüftsteif, aber ich habe da so ein Gefühl, dass das fertige Ding rocken wird. Bei den nächsten beiden Dingern war ich mir da weniger sicher. Wir befinden uns bei Square Enix und ich gucke mir jetzt 2 sehr unterschiedliche Spiele an. Das eine ist Just Cause, ihr kennt das, hirnloses Schroten, aber Spaß dabei. Und das andere ist Captain Spirit, das neue Spiel von Dontnod, den Life is Strange Machern. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, Coming of Age, die Fantasien eines kleinen Jungen, der sich vielleicht von seinen Problemen wegfantasiert, was auch immer. Also erst stumpf und dann ein bisschen was fürs Hirn. Mal gucken, was geiler ist. Beginnen wir mit stumpf, denn Just Cause ist nun mal ein saublödes Spiel mit Ansage. Man spielt wieder 0815 Action Hansel Rico, der auf seiner riesigen Open-World-Insel eine lustige Gewaltparty schmeißt. Hauptsache irgendwas oder irgendwer explodiert irgendwie. Action! In Just Cause 4 kriegt ihr fette Action. Auf der nochmals vergrößerten Insel gibt's jetzt physikalisch korrekte Windströmungen und Wasserläufe, die ihr actionmäßig ausnutzen könnt. Den guten alten Grappling Hook kann man jetzt customizen und dadurch noch beklopptere Explosions-Action-Reaktionen auslösen. Es gibt neue Raketen, mit denen ihr Sachen actionmäßig abheben lasst und, und. Die krasseste Neuerung sind wohl die extremen Wetterlagen wie der Tornado. Der zerfickt einfach alles. Hey, ballert doch ein paar Raketen rein, dann ist es ein Rocket-Nado. Crazy as fuck, Alter. Just Cause 4 ist ein Traum für Nachwuchsbrandstifter. Mir hat's auch Spaß gemacht, aber ich finde immer noch, dass der generische Look des Spiels dem bekloppten Gameplay nicht ganz gerecht wird. Danach musste ich jedenfalls dringend mein Hirn reanimieren und da kam mir Captain Spirit gerade recht. Das Besondere daran, die Macher veröffentlichen ihr kleines, aber feines Spiel rund um einen Jungen, der sich zum Superhelden fantasiert, komplett umsonst. Und allein für die Musik von Sufjan Stevens solltet ihr euch das Ding am 26. Juni unbedingt holen. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you. Ihr durchlebt eine wunderschön glaubwürdige Kindheitsgeschichte, die zum Teil auf den persönlichen Erinnerungen der Entwickler fußt. Irgendwie hat mich das Spiel beruhigt. Und das war gut. Denn nun sollte ich das Spiel erblicken, auf das ich seit 6 Jahren gewartet hatte. Ich war einer der Erleuchteten, die es in einer unglaublich geheimen Behind-Closed-Doors-Präsentation bewundern durften. Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077. Die gesamte Redaktion von Game 2 wird die nächsten Jahre an meinen Lippen hängen und von meinen Erinnerungen zehren. Mir gefällt diese Vorstellung sehr. Und jetzt hätte ich gern ein Cyberbier. Leider kann ich hier nur den Trailer drüberlegen, den Rest muss eure Fantasie richten. Ihr spielt V, einen urbanen Söldner, der gefährliche Aufträge für Geld erledigt. Wahlweise männlich oder weiblich. Und das Ganze findet statt in einer riesigen, turmhohen und extrem dicht bevölkerten Open World mit unzähligen begehbaren Gebäuden und Dächern und mit einer einzigartigen Liebe zum Detail. Auf gewisse Weise ist es vergleichbar mit The Witcher und doch wollten die Entwickler etwas ganz Neues schaffen. Mit Witcher 3 haben wir gesagt, wir wollen das RPG-Genre neu definieren. Mit Cyberpunk haben wir fast ähnliche Ziele, aber eher eben auf das Cyberpunk-Genre bezogen. Ein Beispiel dafür ist halt auch, wie wir jetzt im Gameplay zeigen, dass Cyberpunk auch bei Tag stattfinden kann. Ne? Ich meine, wir haben einen vollen 24/7 Tag- und Nachtzyklus, wo man eben auch in der Nacht durch die Straßen laufen kann, aber wir wollen halt nicht einfach nur die Klischees bedienen von dem traditionellen Genre und eben auch ein bisschen die Grenzen aufreißen. Und es gibt auch spielerisch gravierende Veränderungen zum Witcher, zum Beispiel das Dialogsystem. Es ist komplett Gameplay-basiert, also du wirst wirklich fast sehr selten in eine Cutscene gezogen, in der du nicht direkt Kontrolle hast, sondern du kannst dich immer frei bewegen und auch dir Sachen angucken, deine Waffe ziehen und die Leute reagieren entsprechend auch auf diese Aktion. Die krasseste Neuerung ist jedoch die Ego-Perspektive. In der Präsi sah man jede Menge Schusswaffen, aber auch Nahkampfklingen. Wenn du eher mit Nahkampfwaffen
hantieren willst, kannst du auch eben dich darauf so spezialisieren. Da werden zum Beispiel Mono-Katanas, Mono-Klingen sind in der Spielwelt Klingen, die auf Molekularebene geschliffen werden und dadurch besonders scharf sind. In Cyberpunk 2077 bewegt ihr euch mit deutlich höherem Tempo durch die Welt. Einerseits mit Fahrzeugen am Boden und vielleicht sogar in der Luft. Du hast ja schon gesehen in der Demo, auch im Trailer, da fliegt so einiges rum. Also da kam das Trauma-Team, war das das Trauma-Team? Ja, genau, die kommen ja auch angeflogen und du hast diese Vertikalität natürlich drin. Das ist auch übrigens was, wenn man im Trailer guckt, also da fliegen die auch mal durchaus rum. Und wer sich den Trailer genau anguckt, der soll auch mal aus dem Fenster schauen, wo die überhaupt rumfliegen. So als kleiner Hinweis. Tja, mysteriös, Herr Döhler. Mein Fazit, einerseits war ich total begeistert vom Potenzial des Spiels und nach 50 Minuten fast schon erschlagen von den Eindrücken. Andererseits war ich noch immer etwas abgeschreckt von dem eher überzeichneten, leicht trashigen Look des Spiels. Auch technisch ist es natürlich kein Last of Us 2, was angesichts der riesigen Welt nicht verwundert. Aber irgendwie war mein Kopf auch voll. Ich beschloss daher, in die Game 2 Villa zu fahren und eine Nacht drüber zu schlafen. Denn die Messe war ja jetzt vorbei. Gute Nacht, Chris. Nacht, Micha. Gute Nacht, Markus. Gute Nacht, Tim. Gute Nacht, Sebastian. Gute Nacht, Chef. Halt's Maul. Fuck, wir müssen noch die Sendung schneiden. Weder schauen, reinhauen. Hä? Ist der dumm oder was? Ey, wie blöd kann man sein? Ja, wo geht's lang? Weiß ich auch nicht. Alter. Scheißendämlich, kann man ja nicht fassen. Unglaublich. Ja, dran? Genau. Hä? Ach, Mann. Für mich am schlimmsten, das könnt ihr mir glauben. Krass. Scheißen dämlich. Ja, geht nicht weiter, ne? Geh wieder zurück. Ja, da guckst du. Ja, nochmal zurück am besten. Oh, auch rot. Tja. Hey Leute, wir gehen auf jeden Fall. Schnauze! Ich würde sagen, ich starte mit Eschen. Das kann man nämlich hier erstmal zocken.